Sehr geehrte Abgeordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren. Atomwaffen sind die unmenschlichsten, willkürlichsten Waffen, die je geschaffen wurden. Sie sind einzigartig in ihrer zerstörerischen Kraft und in der Bedrohung, die sie für die Umwelt und das Überleben der Menschen darstellen. Sie setzen als Druckwelle Hitze und Strahlung riesige Mengen an Energie. Dafür gibt es keine humanitäre Hilfe. Ein Atomkrieg würde zusätzlich zu den Millionen Menschen, die sofort getötet würden, das globale Klima und die landwirtschaftliche Produktion in so schwerem Ausmaß schädigen, dass Milliarden Menschen von Hungersnot und mittelfristigen Bedrohungen betroffen sind. Atomwaffen sind konzipiert, um Menschen und Infrastruktur gigantischen Schaden zuzufügen. Die sogenannte nukleare Abschreckung basiert auf der Drohung, die wichtigsten Orte eines Landes auszulöschen. Alle Atomwaffenstaaten und ihre Bündnispartner nehmen diese Bedrohung in Kauf und sehen den Einsatz von Atomwaffen als legitime Verteidigungsstrategie. Damit setzen diese Staaten ihre Bürgerinnen und Bürger der Vernichtungsgefahr aus. Im Besitz der neuen Atomwaffenstaaten befinden sich knapp 15.000 nukleare Sprengköpfe. Das ist weniger als auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, aber immer noch ein Overkill für die Menschheit. 93% dieser Atomwaffen gehören in den USA oder Russland. Im Juli 2017 wurde von den Vereinten Nationen der INF-Vertrag zum Verbot von Kernwaffen verabschiedet. Doch weder die wichtigen Atommächte noch die NATO-Staaten haben diesen Vertrag bisher unterschrieben. Nötig wären 50 Staaten, die den Vertrag unterschreiben und ratifizieren. Der Einsatz atomarer Waffen hätte verheerende Folgen für Menschen, Städte und Umwelt. Hiroshima und Nagasaki sollte uns ein warnendes Beispiel sein, dass wir es auf keinen Fall zu einem erneuten Rüstungswettlauf kommen lassen dürfen. Es ist wichtig, dass sich Deutschland in dieser Sache mit der Unterzeichnung des Vertrages zum Verbot von Kernwaffen positioniert. Insbesondere für Städte stellen Atomwaffen weltweit eine besondere Bedrohung dar. Sie sind im Ernstfall die primären Ziele eines Atomwaffens. Und aus diesem Grund ist es wichtig, dass sich auch kommunale Parlamente gegen Atomwaffen ausstatten. Wenn Städte die Regierung dazu auffordern, dem Vertrag zum Verbot von Atomwaffen beizutreten, ist dies eine spürbare Warnung, dass die hier lebenden Menschen Massenvernichtungswaffen ablehnen. Die Bundesregierung ignoriert diese Sicht bisher. ICAN, die internationale Kampagne zur Abschaffung von Nuklearwaffen, ist ein globales Bündnis von 532 Partnerorganisationen in mehr als 103 Ländern, die darauf hinwirken wollen, jegliche Beteiligung an der atomaren Abschreckung und jegliche Verstrickung in Atomgeschäfte zu unterbinden. Im Jahr 2017 wurde ICAN mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Der von ICAN initiierte Städteappell trägt nun dieses Anliegen auf die kommunale Ebene. Große Städte in Nordamerika, Europa und Australien haben den Appell schon unterzeichnet, darunter Los Angeles, Manchester und Sydney. In Deutschland zählen inzwischen Städte wie Mainz, Wiesbaden, Marburg, Köln, Potsdam, München, Göttingen, Dortmund, Bremen und Kaiserslautern zu den Unterstützern. Erst letzte Woche haben sich Hannover, Berlin, Kiel und Essen mit entsprechenden Beschlüssen dem Appell angeschlossen. Der Wortlaut des Appells ist folgendermaßen: Unsere Stadt ist zutiefst besorgt über die immense Bedrohung, die Atomwaffen für Städte und Gemeinden auf der ganzen Welt darstellen. Wir sind fest davon überzeugt, dass unsere Einwohnerinnen und Einwohner das Recht auf ein Leben frei von dieser Bedrohung haben. Jeder Einsatz von Atomwaffen, ob vorsätzlich oder versehentlich, würde katastrophale, weitreichende und langanhaltende Folgen für Menschen und Umwelt nach sich ziehen. Daher begrüßen wir den von den Vereinten Nationen verabschiedeten Vertrag zum Verbot von Atomwaffen und fordern die Bundesregierung zu diesem Beitritt auf. Die Stadt Kassel hat eine lange Tradition, friedenspolitische Signale zu setzen. Und an diese Tradition sollte die Stadtverordnetenversammlung mit dem Beschluss zur Unterstützung des Städteaufrufs und damit des Vertrags zum Verbot von Atomwaffen anknüpfen. Eine nukleare Option kann kein legitimes militärisches Mittel sein. Im Gegenteil, Atomwaffen sind so gefährlich für die gesamte Menschheit und das Überleben unserer Zivilisation, dass das einzig Verantwortungsvolle ist, für ihre Abschaffung zu arbeiten. Leisten wir hier und heute einen kleinen Beitrag dazu mit der Zustimmung zu unserem Antrag.